Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, warum in letzter Zeit vorigen Citybuild-Server, also Citybuild 1, 3, ich glaube auch noch 4 oder 5, in letzter Zeit so ein bisschen streiken. Und was Zwieback dazu sagt, was allgemein das Team dazu sagt, warum diese Server im Moment halt nicht so gut funktionieren. Und dann sage ich nochmal zum Schluss, sage ich nochmal, warum ich denke, dass diese Server einfach nicht sind. Also, ich war neulich im Zwieback seinem Stream, Leute, da hat er gesagt, jeder Server funktioniert einwandfrei, sie sind halt bloß nicht erreichbar. Wo ich mir denken kann, diese Server funktionieren nicht einwandfrei, weil dort Plugins immer draufgelegt sind, die, wo man zurückpackt, wo in Blog zurückpackt. Zum Beispiel, wenn man jetzt immer den platziert, Leute, kennt ihr sicherlich auch, ist da einfach das TNT teilweise in dein Inventar zurückpackt. Oder bei manchen sind jetzt auch schon, wenn sie, bei manchen Streamern, die jetzt was gelandet haben, anderen kleinen Leuten, also jetzt neun, da sind Beacons einfach am nächsten Tag wieder in deren Inventar gewesen. Dachten wir angedupt, haben sie verbrannt. Also irgendwas geht bei diesen Servern nicht mit rechten Dingen zu, Leute. Abge selber hat angeblich auch die besten Server, die stehen angeblich in Frankfurt am Rechenzentrum, falls ihr das kennt, Leute, sollen dort Vivogames-Server laufen. Warum davon die restlichen Server nicht solle betroffen waren, schätze ich mal, weil das einfach neuere Server sind. Und weil die nicht so große Datenmengen wie Citybuild 1 haben, müsst ihr mal überlegen. Citybuild 1 ist ja seit Beginn von Griefer Games da. Da damit natürlich auch die größte Datenmenge zu verarbeiten. Und der Server kann das nämlich nicht. Abgesagt natürlich schon, er hat die besten Server. Wo ich mir so denke, das können nicht die besten Server sein. Er hat gleich 300 Slots, das sind schon keine schlechten Server, Leute. Aber es sind garantiert nicht die besten. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute sich hier Supreme-Rang sonst was so im Monat, Leute, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich der Server innerhalb von ein paar Wochen selber wieder refinanziert hat. Und dass man eigentlich auch ein paar bessere Server sich holen könnte. Aber ich denke einfach mal, dass das Upgrade dafür zu voll ist. Wie gesagt, Leute, das war jetzt mein Schluss. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.